Hallo Bienenfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diese Honigboxen. Ihr habt sie ja schon gesehen und ich möchte euch heute zeigen, wie ich sie herstelle. Wenn es euch interessiert, dann schaut euch dieses Video an. So, dann geht's mal los. Ja, wie fangen wir an? Ich verwende für die Konstruktion dieser Box das Programm SketchUp. Das rufen wir jetzt mal auf. Und ich hatte ja schon die Maße von der Box ausgemessen. Oder vielmehr vom Honigglas. Und das hat einen Durchmesser von 83 mm und eine Höhe von 100 mm. Und dementsprechend müssen wir jetzt die Maße für die Box festlegen. Ich brauche eine Grundplatte von 84 x 84 mm plus 6 mm für die Seitenteile, also 3 mm Sperrholz verwende ich ja hier. Und da müssen wir 6 mm zu den 84 dazu rechnen, also brauche ich eine Grundplatte von 90 mm. Da ich diese Datei für den Laser nur zweidimensional brauche, gehe ich hier mal auf die Draufsicht und habe dann praktisch die Draufsicht. So, und da kann ich jetzt mir erstmal ein Rechteck aufziehen. Ich fange meinen Koordinatenursprung hier an, ziehe mir jetzt willkürlich ein Rechteck auf und hier unten kann ich mir jetzt die Maße eingeben bei den Abmessungen und ich sage mal 90 mm, dann ist wichtig ein Semikolon und nochmal 90 mm. Damit haben wir ein quadratisches Rechteck. So, das vergrößern wir uns mal. Und diese Box ist ja im Prinzip eine Fingerzinkenbox. Also wir brauchen jetzt für hier unten entsprechende Zinken an den Rändern, wo wir die Box dann verleimen können. So, dazu ziehe ich mir erstmal ein paar Hilfslinien. Immer 3 mm, das ist die Stärke von dem Sperrholz. Immer 3 mm von dem Rand ab. Die Länge kann ich wieder hier unten eingeben. Also wenn ich jetzt hier die Box ziehe, dann sage ich hier 3 mm. Und habe dann meine erste Hilfslinie, die muss ich mir natürlich an allen vier Seiten ziehen. So, damit haben wir die Hilfslinie 3 mm vom Rand. Und die Zinken für meine Box sollen hier unten 10 mm betragen, die Breite. Und da ziehe ich mir jetzt vom Rand entsprechend wieder Hilfslinien, alle 10 mm. So, damit haben wir unsere Hilfslinien vertikal und dasselbe brauchen wir natürlich auch horizontal. So, okay. Damit haben wir alle Hilfslinien drin und kommen wir jetzt zu den Zinken, die wir hier brauchen. Dazu gehen wir wieder auf das Rechteckwerkzeug und bei SketchUp. Der fängt automatisch die Ecken ein und wir können ja die entsprechenden Rechtecke aufziehen, die wir brauchen. Das müssen wir jetzt rundherum machen. So. Damit haben wir diese Rechtecke markiert und jetzt kann ich mit dem Löschwerkzeug mir die entsprechenden Teile weglöschen, sodass ich dann Zinken und Aussparungen bekomme.
So, damit wäre unsere Grundplatte fertig. Und wir kommen jetzt zu den Seitenteilen. Dazu ziehe ich mir wieder die Hilfslinien entsprechend auf. Ich brauche jetzt mal hier oben am Rand, damit ich dann es einfacher habe. Bis auf den Rand. Ja, wie gesagt, SketchUp fängt die Ränder immer ein, sodass das einfacher ist. Und dann ziehen wir uns wieder mit dem Rechteckwerkzeug ein Rechteck erstmal auf. Und ich brauche jetzt ein Rechteck von der Breite 90 mm mal 108 mm. Das wäre jetzt Seitenteil oder Rück- oder Vorderwand. Die sind ja identisch, da ich hier eine quadratische Grundfläche habe. So, dann ziehen wir das mal auf. Und hier unten geben wir wieder die Maße ein, die wir brauchen. Ich gebe 108, Semikolon 90. So, und wenn wir jetzt messen, wir können ja auch mit SketchUp einfach messen. So, da haben wir jetzt von Eckpunkt zu Eckpunkt hier die 108 mm. So, die horizontalen Hilfslinien habe ich schon drin. Ich möchte jetzt hier unten einen kleinen Rand haben, deswegen von 2 mm. Deswegen ziehe ich mir hier erstmal eine Hilfslinie auf. Quatsch, ich brauche ja dieses Werkzeug. So, eine Hilfslinie auf von 2 mm. Wir können jetzt hier ein bisschen reinzoomen. So, und von der Hilfslinie brauche ich wieder eine Hilfslinie mit 3 mm. So, und jetzt müssen wir die entsprechenden Aussparungen hier in diesen Kästchen reinbringen. Dazu nehmen wir wieder das Rechteckwerkzeug. Wir ziehen uns jetzt Rechtecke auf, wo hier Lücken entstehen sollen, wo die Finger nachher eingreifen. So, und da müssen wir jetzt Durchbrüche reinbringen und das machen wir ganz einfach, indem wir die Fläche hier markieren. Ihr seht, die wird dann scharf oder punktiert dargestellt und ihr braucht jetzt auf der Tastatur bloß Entfernen drücken und dann ist die Fläche ausgeschnitten. So, für die Seiten brauchen wir natürlich hier jetzt auch entsprechende Finger und Aussparungen. Und dazu ziehe ich mir jetzt auch hier wieder eine Hilfslinie im Abstand von 3 mm. Und dasselbe mache ich jetzt hier unten, auch eine Hilfslinie im Abstand von 3 mm. So, die Fingerzinken auf den Seiten sollen hier 15 mm breit sein und deswegen ziehe ich mir jetzt hier im Abstand von 15 mm entsprechende Hilfslinien. So, wenn das jetzt die Frontseite werden soll, kann ich mir die jetzt hier auch einfach kopieren. Ich mache das mal. Ich erstelle mir jetzt eine Kopie für die Vorder- und Rückwand. Wenn er mit SketchUp hier oben das hier oben anfängt einzurahmen, nimmt er alles mit. So, dann habt ihr hier ein Verschieben-Werkzeug. Und wenn er die Steuerungstaste drückt, dann könnt ihr das entsprechend duplizieren. So, das wäre einmal. So, hier müssen wir uns natürlich jetzt dann auch wieder vertikale Hilfslinien, aber wir machen erstmal hier oben weiter. Also zoomen wir erstmal wieder rein. Nehmen wieder unser Rechteckwerkzeug und
schneiden die entsprechenden und markieren uns eben die entsprechenden Rechtecke, die wir brauchen. So, und dieses Teil brauchen wir ja auch zweimal. Und dazu tun wir uns das nochmal markieren. Gehen wieder auf das Verschieben-Werkzeug, drücken die Steuerungstaste und schieben uns einen Teil hier hin. So, jetzt ist eigentlich egal, ob wir das als Vorderteil nehmen oder dieses als Vorderteil. Wir müssten jetzt bloß gucken, dass wir hier unser Ausschnitt reinkriegen. Das soll ja ein kleines Fenster drin sein in der Vorderseite. Und dazu gehen wir wie folgt vor. Da das jetzt 108 mm und 90 mm ist, müssen wir hier einen Mittelpunkt finden. Und den finden wir ganz einfach, indem wir jetzt sagen, 108 brauche ich eine Hilfslinie bei 54 mm und in der Vertikalen brauche ich eine Hilfslinie bei 45 mm. Hat er schon hier gefunden, den Mittelpunkt. So, das wäre jetzt hier im Prinzip mein Mittelpunkt. Und jetzt nehmen wir das Vieleckwerkzeug. Gehen hier auf den Mittelpunkt und ziehen uns das entsprechende Viereck auf, richten das gleich entsprechend aus, dass die Knoten auf der Mittellinie liegen und ich hatte hier 35 mm als Größe. Die gebe ich wieder hier unten ein bei Radius innen. Also hier unten kann man das eingeben. So. Und jetzt müssen wir ein Fenster reinschneiden, geht ganz einfach, wieder die Fläche markieren und auf der Tastatur entfernen drücken und damit haben wir unser Fenster drin. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir müssen dieses Teil hier noch bearbeiten. Dann schieben wir uns das mal ein bisschen hoch. Das brauchen wir ja auch zweimal. Das wären jetzt dann im Prinzip die Seitenteile. Ja, hier haben wir die Vorderwand, hier die Rückwand, Bodenbrett. Und jetzt brauchen wir noch zwei Seitenteile. Dazu müsste ich mir jetzt auch wieder ein paar Hilfslinien ziehen. Hier oben wieder 3 mm für die Sperrholzdicke. Hier unten 3 mm. Auch für die Sperrholzdicke. Und dann brauchen wir hier oben... Nein, das war schon, mehr brauchen wir nicht. Dann können wir jetzt wieder mit dem Rechteckwerkzeug die entsprechenden Ausschnitte festlegen. So und somit passen die Zapfen hier rein. Die werden dann hier verleimt im Endprodukt. Dazu kommen wir aber später. So, auch hier wieder brauchen wir das ja zweimal. Also markieren wir uns das alles, gehen auf unser Verschiebewerkzeug, drücken die Steuerungstaste und verschieben uns das hierher. So, damit haben wir im Prinzip alle Teile, die wir eigentlich brauchen für die Box. Zum Deckel kommen wir später, den gestalte ich diesmal etwas anders. So, dann müssten wir das noch speichern. Wir gehen dann speichern runter. So, hier habe ich meine Leserdateien. Leser. Und ich nenne die jetzt mal, das sind ja meine ersten Boxen, die ich hier schon gemacht habe. Sag ich mal Honeybox neu. So, gehe dann auf Speichern. Damit habe ich die alle gespeichert.
Was wir jetzt noch machen müssen, ich muss das für den Leser entsprechend exportieren. So, zum Exportieren gehen wir hier auf Exportieren. Ich brauche eine 2D-Grafik. Die brauche ich jetzt für das andere Programm, womit ich dann weiterarbeite, um eine Lesedatei zu erstellen. So, Honey Neue DXF müssten wir dann auch wieder hier entsprechend exportieren. So, damit sind wir hier fertig. Und wir gehen jetzt zu dem Programm Lightburn. Das ist im Prinzip das Programm, womit ich jetzt diese Leserdatei erstelle. Und muss jetzt diese Datei, die ich im SketchUp exportiert habe, hier importieren. Wir suchen uns unsere Datei wieder. So, die müsste. Hier ist er, Honeybox Neu DXF. Das ist unsere Datei, die wir importieren müssen. Ich gehe dazu auf Öffnen. So, und habe jetzt hier meine Teile drin. Allerdings haben wir hier ein Problem. Wenn wir mal hier jetzt messen und ich messe mal hier so eine kurze Seite, die müsste ja jetzt 15 mm sein und ihr seht hier oben, seht ihr immer die Segmentlänge, auch hier diese Seite, die müsste 90 mm sein und wir haben hier 101 mm. Das müssen wir jetzt noch korrigieren und das können wir hier in Lightburn direkt machen. So, wir wählen uns dafür die entsprechenden Teile auf. Hier oben sehen wir jetzt die entsprechenden Größen. Wir müssen das Schloss schließen, damit er das beide Seiten gleichzeitig ändert. So, die Höhe, also die Höhe hier von den Zinken zu den Zinken müsste 90 mm betragen und das gebe ich hier jetzt ein und ihr seht, er hat automatisch die Breite auf 108 mm geändert. So, dasselbe müssen wir jetzt bei dem Teil machen. Und da ist es egal, wo ich es eingebe, 90 mm, das ist ja identisch, quadratisch, also 90 mm. So, hier geben wir jetzt auch wieder ein, egal wo ihr es macht, ihr könnt bei der Höhe 190 eingeben oder 90 mm. Und er wird die Breite hier auf 108 mm ändern. So, auch bei dem Teil müssen wir das machen. Und auch bei dem Teil. So, damit haben wir den Maßstab erstmal angepasst. Was ich jetzt noch mache, ich werde diese einzelnen Teile, da hier mehrere Sachen drin sind, werde ich die mal kopieren. So, rechte Maustaste und dann hier auf Kopieren. Damit hat er das kopiert. So, ich werde die entsprechenden Teile jetzt dann noch entsprechend anordnen, dass wir möglichst wenig Verschnitt haben. Dazu markiere ich mir alles und drehe das dann erstmal über Anordnen in 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. So, dann markiere ich mir mal die hier, schiebe die mal ein bisschen aus dem Arbeitsbereich raus. So, fangen wir mit denen an, das setzen wir uns hier oben hin. Dieses
Feld mit dem Gitternetz, das ist ja mein Leserarbeitsbereich. Wie wir die anordnen, ist jetzt eigentlich ganz egal. Wir können jetzt hier nochmal einen Vergleich machen, ob das hier mit den Zapfen so einigermaßen passt. Dazu wähle ich mir das Objekt aus und gehe hier auf den Eckpunkt und auch Leibbirn fängt das so ein und ihr seht, die Zapfen und Finger passen. So, dann zoomen wir mal wieder raus. Oder wir können das auch so anordnen. So, und dann schieben wir uns die entsprechenden Teile so zurecht, dass wir hier möglichst wenig Verschnitt nachher haben. Ups, die ist hier wieder zurückgesprungen. So, das macht man aber nicht. So, okay. So, was ich jetzt noch brauche, wäre ein Deckel für die Dose. Ich hatte ja bei der ersten Version so einen Deckel mit Scharnier gemacht. Na, wie gesagt, bei der ersten Version hatte ich einen Deckel mit Scharnier gemacht. Hier möchte ich einen Deckel, den ich oben reinlegen kann, machen. Das mache ich hier direkt in Leitbirnen. Ich hätte das auch schon in SketchUp machen können, aber ich mache das hier jetzt in Leitbirnen. So, dazu haben wir auch ein Rechteckwerkzeug, das ziehen wir auf. Der erste Deckel, der sollte also 90 mal 90 mm sein, der das oben abschließt. Ja, macht das hier nicht genau 90 mal 90, warum weiß ich nicht. So, damit haben wir den ersten Deckel und jetzt brauche ich ein Deckel, der hier noch aufgeklebt wird, der dann in die Kiste einrastet. Der muss natürlich kleiner sein. Da ich ein 84er Innenmaß habe, nehme ich den mal 83,5 mal 83,5. Das ziehe ich mir jetzt hier auch noch auf. Und sage hier 83,5. In Leitbirnen müsste ich einen Punkt anstatt ein Komma eingeben, sonst übernimmt er das nicht. 83,5. So, das wäre jetzt mein Innendeckel. Der würde jetzt dann genau hier reinpassen. Ja. So, den Deckel möchte ich jetzt noch die Ecken ein bisschen abrunden. Und Ecken abrunden könnt ihr hier ganz einfach in Leitbirnen machen, indem ihr hier unten auf das Radiuswerkzeug geht. Er hat jetzt einen Radius von 10 mm. Gucken wir mal, wie das aussieht. Wenn ich das jetzt angewählt habe, hier könnte ich jetzt den Radius noch ändern auf 5 mm oder was weiß ich. So, dann klicke ich auf die entsprechende Ecke hier. Und ihr seht schon, er macht mir den Radius. Damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Die 10 mm passen mir. So, okay, dann tun wir das wieder mal einpassen. Damit haben wir alle Teile, die wir für die Box brauchen, jetzt fertig. Und wir schieben uns die dann auch entsprechend zurück. So wäre jetzt der Schnittplan für den Leser fertig. Nun, was ich hier jetzt noch machen müsste, oder ich habe es hier schon gemacht, das sind noch Daten aus dem alten, aus der vorherigen Version der Box. Ich müsste hier jetzt noch die Leserparameter einstellen. Und wenn ich hier auf diese Ebene, das sind ja im Prinzip Schnittebenen hier unten, ich kann verschiedene Schnittebenen mit verschiedenen Farben darstellen, werden wir dann auch noch machen.
So, okay. Also, ich habe die Ebene 01. Er hat eine Geschwindigkeit von 5 mm pro Sekunde und eine Leseleistung von 70%. Ich kenne die Werte, weil ich das schon mit dem Sperrholz getestet habe. Und da der Laser eine Leistung von 7 Watt hat, und also Gesamtleistung 30 Watt, aber die Laserleistung beträgt 7 Watt, brauche ich hier 6 Durchgänge, um einen Cut durch das Sperrholz zu machen. Das habe ich hier schon angepasst. So, wer jetzt möchte, könnte hier noch jetzt eine Schrift oder was einfügen, ganz nach Belieben. So, ich wähle das nochmal aus. Scheint mir doch ein bisschen groß zu sein, der Ausschnitt. Kann ich hier jetzt noch ändern, indem ich sage, Gruppierung aufheben. Gehe dann hier auf mein Werkzeug und sage eine Höhe, gebe ich mal ein von 65. So, damit habe ich das ein bisschen kleiner gemacht. Wenn ihr jetzt möchtet, dass da irgendwelche Schriften oder Muster drauf sind, kann man das jetzt hier gleich machen, oder die einzelnen Teile kann man auch hinterher noch mit irgendwelchen Mustern verzieren. Ich zeige euch das mal, wie das so läuft. Ich möchte jetzt mal hier alles Gute zum Geburtstag oder so reinschreiben oder Happy Birthday. Dazu gehe ich auf das Schriftauswahlwerkzeug. Gehe hier Happy, das wäre mein erster Teil. Den schiebe ich mir jetzt hier oben drüber. Wo ich es entsprechend hin haben will. So. Damit ich die gleiche Schriftgröße habe, tue ich das mal duplizieren. So, kann das dann hier löschen und wir schreiben dann rein. So. Ihr habt hier natürlich auch Möglichkeiten. Ja, die Schrift ist noch ein bisschen groß. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeiten, hier die Schriften entsprechend zu ändern. Ja, was ihr da nehmt, ist euch überlassen. Ja, das passt nun nicht ganz so, dann gehen wir mal Steuerung Z, können wir das wieder rückgängig machen. So, ich kann jetzt diese beiden Sachen nochmal auswählen. Indem ihr die Steuerungstaste drückt, da habt ihr beide ausgewählt, könnt ihr sagen, das gruppiere ich mir als eine Gruppe. So, und legt das mal auf eine andere Ebene. Also da brauche ich ja andere Parameter, weil das ja nicht geschnitten wird. So, und da komme ich gut mit raus. Ich kann ja sagen, hier kann ich noch verschiedene Füllmodien. Wenn ich sage Linie, dann macht er mir hier im Prinzip eine Linie. Er füllt das im Prinzip nicht aus, sondern es sieht so aus, wie es jetzt hier ist. Wenn ich hier jetzt sage Füllen, dann füllt er mir das aus. Das dauert dann natürlich wesentlich länger, weil er dann Zeile für Zeile abhört, der Laser. Während er bei Linie vektormäßig das abfährt. Ja, das sind ja, im Prinzip ist das ja auch eine Vektorgrafik. Und wenn er hier guckt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so funktioniert, kann man hier einzelne Punkte, nein, hier geht's nicht. Okay, gut.
ziehen wir nochmal alles auf. So sieht es jetzt aus. Das wäre jetzt im Prinzip mein Schnittmuster für den Leser. Und was ich jetzt noch machen muss, den Text hier, den soll er mir ja als erstes brennen. Und dazu kann ich den jetzt hier nach oben verschieben. Er arbeitet das dann von oben nach unten ab. So, okay. Man könnte jetzt hier auch noch die Seitenteile irgendwas, was weiß ich, reinbringen. Verschiedene Muster oder Blüten oder Schmetterlinge, die er dann auch graviert. Das ist hier eine Gravur und die schwarzen Teile werden ausgeschnitten. Gut, dann haben wir die Möglichkeit, uns hier noch eine Vorschau anzeigen zu lassen, wie das im Endeffekt aussieht. Ihr könnt euch das auch abspielen lassen, wie der Leser das abarbeitet. Also er wird als erstes hier Happy Birthday gravieren. Ja, er fährt jetzt jedes Teil eben 6-mal ab, um dann den Cut zu machen, dass ich das auch wirklich ausgeschnitten kriege. Okay. Okay, brechen wir das mal ab. Und das wär's denn. Ich tue diese Datei noch speichern unter. Leserdateien. Leser. Und speichere das hier unter Honeybox neu. Ja, ich möchte die ersetzen. So, Bienenfreunde, das war's eigentlich bis hierher. Und jetzt müssten wir an den Leser gehen und die Teile brennen. Das werde ich aber in einem separaten Video zeigen, wie ich die ausschneide mit dem Leser und wie die dann zusammengefügt werden. Also ich mache hier erstmal Schluss, sonst wird das Video ja zu lang. Also, alles klar, macht's gut.